bla 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 bla. Klingt, als gehe mit jemand herein. Oh Gott, wer ist das? Drachenbüter 32. Wanda. Ich rate Anna. Ah, verdammt. Mein Charakter sagt einfach nur Big Mac. Entschuldige, was? Was ist ein Big Mac? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich muss mal kurz hier gucken, bei Wandern mal zum ersten Mal, ne? Oh ja, immer C2 ist das erste. Ich weiß nicht wieso. So, an der ersten Tagesordnung. Wir gucken uns einige Bandgespräche an, weil ich habe bei Lev mit fast jeden Charakter jetzt trainieren lassen. Warum? Um das jetzt zu lernen. Respektable Lehrkraft, gewährte Einheit und benachbarten Verbünden Erfahrungspunkte mal 1,2, also 20% mehr Erfahrungspunkte für jeden, der das ausgerüstet hat. Und ich habe das so gut wie jeden meine Charakter gegeben, die irgendwie genug Punkte hatten. Anna hatte keine Punkte, deswegen habe ich da noch gewartet. Lapis hatte nicht genug Punkte. Celine hatte nicht genug Punkte, aber so gut wie jeden Charakter habe ich da gegeben, bis auf die entwickelten Charaktere. Da halte ich mich noch erstmal zurück. Und ja, das sollte halt Level ein bisschen einfacher machen, weil jetzt kriegen wir 20% mehr Erfahrungspunkte. 20% bei, weiß nicht, so 30 Erfahrungspunkte pro Kill. Normalerweise, das sind so 3 Punkte oder so. Aber hey, das stapelt sich, okay. Also warum nicht? So, und da ich ja so gut wie jeden hier mit Beilef habe trainieren lassen in der Arena, heißt das, jeder muss hier ein Gespräch mit dem freigeschaltet haben, ne? Die gucken wir uns jetzt ganz schnell an. Und dann machen wir uns auf, heute Linz Paralog zu machen. Nebenquest, was auch immer. Letztes Mal haben wir ja ganz schön schnell hier abgeschlossen. So, ich habe die alles aufgeschrieben nach der Sortierung, die ich jetzt habe. Also geht schnell. Ich will deine Macht. Wir sehen da sonst nichts von den Charakteren, also muss ich jetzt Gespräche ausnutzen, dass ich bekomme. Es sollte am Beilef jemanden geben, der noch nicht die Dings hat, ne? Noch nicht die Erfahrungsfähigkeit, ne? Hey, da sind die Gegner, lass sie flankieren. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich habe hier noch so bestimmt so 12 Charaktere geschrieben. Ich will außerdem sehen, was der alles zu denen sagt. Dann haben wir noch 2 Support-Konversationen, da war es eigentlich schon. Also ich habe wieder meine hübschen Kiesel und so verteilt, die paar, die ich hatte, die ich auswählen gefunden habe. Ich befinde mich übrigens auch nicht in der gleichen Aufnahmesession wie letztens, also wie in den letzten Folgen. Okay, Anna hatte ich schon anscheinend. Ja. Anscheinend hatte ich Anna schon. Ah ja, weil ich Glück beigebracht habe, genau. Stimmt, da war ja was. Ich wurde ohne Herzschlag geboren. True Story. War nicht irgendwie der Grund dafür, warum er so verschwiegen ist? Also merkwürdig. Weiß allerdings nicht, warum er Magister genannt wird. Vielleicht ist das wieder eine andere Übersetzung oder so.
weil er ist jetzt nicht unbedingt eine magische Einheit. Ich meine, den seine Canon-Klasse ist Bobby, ist sie nochmal. Wie ist nochmal den seine Klasse? Ich weiß halt natürlich nur auf Englisch. So, sie hatte nicht genug Punkte. Sie hatte auch nicht genug Punkte. Alfred hatte genug Punkte. Wie ist nochmal seine Klasse? Divine One? Nee, das bin ich. Er hatte eine eigene Klasse ab einem bestimmten Punkt im Spiel, in dem er Schwerter und Magie einsetzen konnte. Ja, Alchrist. Ich war vergessen, wie die hieß. Also, wir gucken uns ja sowieso die Dinger an. Lass mich mal kurz. Nachgucken. So, Yunaka. Du bist nicht Yunaka. Du bist Yunaka. Mama. Enlightened One, doch. Enlightened One, also Erleuchteter. Hier ist die Klasse. Und ja, in der konnte er Schwerter und Magie einsetzen. Also nehme ich mal an, deswegen Magister. Magister würde irgendwie mehr so zu Robin passen. Aber Robin ist ja so, also hat irgendwie so den Titel als Stratege, ne? Würde ich sagen. Aber wir sind gleich fertig, keine Sorge. Gott ist der klein. Mir ist außerdem aufgefallen, der nächste Ring, auf dem wir es ja storymäßig abgesehen haben, ist irgendwie der Ring der Weltveränderin, ne? Und ich habe erst gedacht, da wir noch kein Fire Emblem 8 Charaktere gesehen haben, dass es sich dabei um Erika handelt, von Fire Emblem 8. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben ja noch keinen Charakter von Fire Emblem Fates. Was ist, du hast nicht. Wir haben noch keinen Charakter von Fates, Fire Emblem Fates. Und ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass der Hauptcharakter von Fates hier Colin ist. Und Weltenveränderin bedeutet dann weibliche Colin. Ne? Also der spielbare Avatar aus dem Teil. Also was hier mehr oder weniger hier unser Hauptcharakter ist. Ne? Und die letzten Fire Emblem Spiele konntest du immer einen Charakter erstellen am Anfang, also in Ausrufezeichen erstellen, also das Geschlecht wählen. Und ja, hat dazu ab Fire Emblem Awakening angefangen, ne? Aber nur noch sie und Temera. Und so bei Robin, Corin, bei Lev und Co. Da muss man immer irgendwie, das ist immer irgendwie schwierig herauszufinden, welche der Geschlechter irgendwie Canon sind. Also offensichtlich ist die männliche Version von Bylef ja Canon, ja, ne? Oder mehr Canon als die weibliche Version. Oftmals ist die männliche Version von Robin bitte auf damit. Okay, fertig. Hat nur 10 Minuten gedauert. Okay, cool. Und ja, so, dann können wir jetzt noch weitermachen. Wir müssen nur noch was essen und dann sind wir eigentlich fertig. Und 2 Supports anschauen. Also ja, bei den erstellten Charakteren am Anfang des Spiels ist es immer irgendwie, ich bin mir ziemlich sicher, vor allem dem Serie an sich hat irgendwie so ihre eigene Canon,
welcher von denen mehr Canon ist. Also die männliche Version von Byleth scheint irgendwie mehr Canon zu sein als die weibliche. Und Robin von Fire Emblem Awakening scheint auch mehr Canon zu sein als die weibliche Version. Und in den meisten Fällen ist die weibliche Version von Corin meistens die Canon-Version. Weil das sind auch alles die Klassen, die, also die Charaktere, die im Fire Emblem Warriors vorgekommen sind. Also dieses Dynasty Warrior ähnliches Spiel. Aber auch irgendwie die männliche Version von Robin und die weibliche Version von Corin Canon. Man konnte beide Versionen spielen, aber in der Story waren irgendwie die männlichen und die weiblichen Versionen irgendwie auf diese Weise vorhanden. So, ich habe einige Supports freigeschaltet mit Anna und Hortensia. Die haben, glaube ich, irgendwie Äpfel gepflückt oder so. Oh nein. Ein Rival ist erschienen in Sachen Niedlichkeit. お求めの味方、アンナさんです。オルテンシア王女、可愛くなりたいなら私の商品がおすすめよ。本当？私お買い物にはうるさいわよ。がっかりするようなものは何一つとしてないはずよ。オルテンシア王女にぴったりの商品をたくさん取り揃えてるんだから。すごい自信ね。そういうことなら商品を見せてもらおうかしら。もちろん。まずこちら。 Bitte sag mir, es gibt hier irgendwie eine Support-Komposition, wo die Haare von jemandem in die Luft gesprengt werden, wie in Free Houses. Bedeutet kaufen. Japanisch. Kann ich mal einen Charakter? Ich glaube, es war Konstanze. Boah, nee, nicht Konstanze. Boah, wie ist sie noch mal? Ich habe sie ja letztens hier in den Videos eingeführt. Die mit der Prinzessin in Lache. Ja doch, Konstanze, ne? Konstanze von Nurilo. Ikimashi. Ikimashi, oh, meine ich. Ja, sie hat irgendwie die Haare von Cloud in, irgendwie, weiß nicht, verhärtet oder so. Er konnte irgendwie nicht schlafen, weil irgendwie sein ganzes Kissen durchlöchert war. Und er voll die spitzen Haare hatte auf einmal.僕なんか兄上の足元にも及びませんから、本日は勉強させていただきます。誰にだって得意不得意はあるものだ。そうやって自分を卑下するのはお前の悪い癖だぞ。卑下ではなく事実です。ブロディア王子といえば兄上ですから。お前だってブロディア王子だろ。僕はブロディア王子のディアマンドじゃない方。 なんだその妙な言い回しは。さては私のいないところで触れ回って。敵には見せるな。戦場では己より強い敵と戦わねばならぬ時がある。あの、全然ノーラティ・シュタークになるぞ。はい、心得ます。まずは己の長所を伸ばすこと。それが 強い敵と渡り合うすべの一つだ。スタルーク、お前は弓が得意だったな。周囲の人たちが言うだけです。得意というほどでも。さっき言ったばかりだろ。その自信のなさがお前の弱点なんだ。兄上にも弱点はあるのですか？ラーペン。あると思うか？思いません。兄上は完璧ですから。さあ、鍛錬を始めるとしよう。 全ては
Was nur sehr limitiert ist, weil ich so schwach bin. Okay, da war es auch eigentlich schon. Ich habe irgendwie, ich glaube, Hortensia habe ich einige Geschenke gegeben, aber hat nichts gemacht. Mein Gott, er ist auch schon wieder. So. Na, Hortensia, ich tue mal die neuesten Charaktere, ne? Wir könnten wir. Stimmt, sie ist ja keiner der Hauptcharaktere. Ja, ich habe schon mit allen C. Ihr beiden dann. Und ich mache 40 Kuchen. Perfekt. Mit einem seltenen Fisch. 40 Kuchen mit Fisch. Also ja, was ich gerade angesprochen habe. Ring der Weltenveränderin. Ich nehme an, das ist Corin. Weil wir haben noch keinen Fire Emblem 8 und wir haben noch keinen Fire Emblem Fates Charakter gesehen. Aha. Und Fire Emblem Fates ist ja alles so und so. Ja, wähl deinen eigenen Pfad und verändere die Story. Und hey, du hast mir gar keine Ration gegeben. Was ist das denn? Sind so schlecht im Kochen? Oh Mann, muss ich ja echt aufpassen, wen ich hier kochen lasse. Also Welt verändern kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass Corin ist, ne? Ich meine, wen soll man sonst aus Fire Emblem Fates? Also Robin scheint ja angeblich nicht der Hauptcharakter zu sein, das ist mehr Lucina, ne? Anstatt Crom oder Robin. Was auch eigentlich stimmt, Robin war mehr so. Robin war einer der Hauptcharakter, aber der war nicht so in dem Vordergrund wie Corin zum Beispiel. Und Corin war der definitive Hauptcharakter oder Charakterin. Und ja, keine Ahnung. Wen soll man sonst? Die anderen Charaktere sind als Hauptcharakter aus editionsspezifischen Spielen, also Conquest und Birthright. Also kann kein von denen sein, ne? Also kann ich Ryoma oder Xander sein und Asura. Ich meine, wird's eben Asura. Kann eigentlich nur Corin sein. Naja. So, sie hat sich erst 2 Kapitel später und wir haben schon eine 2. Konversation mit ihr. Sind das Brezel auf deinem Kopf? すっごく綺麗になったでしょ。確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？ これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔場内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずにいつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果正妻にも気に入られて、側室たちの中で唯一王女に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。 Das war dann die Frau von den einen Typen, den wir ehrlich haben. Das ist ja die Schwester. あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。 誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思います。あ、マクセ、やすにしかられ。私は思いやる気持ちが美しい。オッケー。 So, und ich habe übrigens mal im Dings nachgesehen, ja, irgendwo im Tutorial. Da konnte man sehen, wo man halt nachschaut hier mit den Supports, ne? Ich versuche, dass hier Unterstützung leistet. Übrigens, ich vergesse halt immer. Da. Und da unten rechts kann man dann sehen, hier bei den Grundwert 105 und dann Unterstützung plus 10. Das heißt, man kann nicht genau sehen, welcher Charakter was für Bonus gibt.
Aber wenn man neben einem Charakter steht und in der Nähe eines Charakters steht, dann sieht man, ob man Support-Bonus bekommt oder nicht. Und da ist doch nicht schlecht, ne? Gut, dann sind wir ja fertig, ne? Das heißt, wir können heute weitermachen. Mit war echt schon alles irgendwie nicht so lang gedauert wie sonst. Ich habe halt nicht so viel, was ich machen konnte, ne? Wollte ich irgendwie Geld spenden? Ich glaube, ich wollte Geld spenden schon wieder, ne? Weil ich sonst nicht weiß, was ich mit dem Geld machen soll. Ich hole mir erstmal meinen Erfolg ab. Okay. Wieder ein paar zurückbekommen für die Dingens hier, die Fähigkeiten von ich für bei Lev ausgegeben habe. Ach, das ist aber 25.000, habe ich nur 7.000 Geld. Glaub nicht, ob ich das machen will. Weil irgendwann geht einer das Geld aus, ne? Und das will ich halt nicht. So, dann tun wir aufbrechen. Zur Weltkarte und wir gehen zu Linz. Paralog. Nebenquest. In Englisch heißen die Paralog. Und ja, wie gesagt, also wie gesagt, habe ich vor 10 Minuten gesagt, glaube ich, aber es ist nicht die gleiche Aufnahmesession wie gestern. Weil ja, die ganzen Sachen offscreen jetzt mal die Daumen bei mir immer ein bisschen. Von daher, ich glaube, ich brauchte wieder so 1 Stunde oder so, bis ich das hier alles gelegt hatte. Von daher habe ich das alles hier am anderen Tag hier verlegt. Und wir haben jetzt anderer Tag. Und hier haben wir Ebene der Winde, ein Ort von großer Bedeutung für Emblemlin und Schauplatz einer Prüfung für den Wehrgott. Das sieht aus, als könnte halt irgendwie die erste Level von Fire Emblem 7 sein. Wo man nur gegen 2 Banditen kämpfen musste. Aber das kann ja nicht sein, ne? Ja, gehen wir da rein. Wir haben fast allen Charakteren jetzt hier einen Erfahrungsboost gegeben. Wir kriegen jetzt alle 20% mehr Erfahrungspunkte. Das hätte ich schon in Lucinas Kapitel machen sollen. Die Dame in der Ebene. Weil dann hätten wir damals schon ein bisschen mehr, dann hätten wir die meisten Erfahrungspunkte rausgehauen. Ja, haben wir ihn. Da war ja nur ein kleines Kapitel mit, weil er nicht so weniger als 20 Gegner oder so. Also wir haben noch ein bisschen Erfahrungspunkte aus dem Fenster geworfen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mich gleich wieder pinkeln gehen kann. Vor das Kapitel beginnen. それに風がとても心地よいです。気に入ってくれて嬉しいわ。で、ここが本当の故郷ってわけじゃないけど、日が昇ったら目を覚まして、家畜たちの世話をする。そして、狩りで獲物を捕まえ、日が落ちたら眠りにつく。草原で私はそんな毎日を続けていたの。 Dann kam Mark, der Stratege aus dem 7. Teil. Der erste, sag mal, OC. Der aufgetaucht ist in Fire Emblem. Der erste spielbare, also nicht spielbare Charakter, er war mehr so ein Hintergrundcharakter, den man sich selbst erstellen konnte. Er hat nicht gekämpft oder so. Die Hauptcharaktere haben nur irgendwie so acknowledged, dass dieser Charakter nur existierte. でも草原は母なる大地。いつも私たちを見守り、恵みを与えてくれる、辛い思い出もあるけれど、大好きな場所だわ。それにしてもこんなところに立っていると、なんだかいても立ってもいられなくなっちゃう。ねえ、剣を構えて大草原で鍛えた力、 Genau. Lass uns einen Freundschaftskampf machen. Nee, meine Einheiten trotzdem sterben können aus irgendeinem Grund. Und sie weit hoch zu leveln, könnte vielleicht nicht schlecht sein. Wegen mehr Geschicklichkeitspunkte und so. Okay, dann komm mal her. Wenn ein Charakter 100 Erfahrungspunkte gesammelt hat, erhöht sich sein Level und seine Grundwerte. Nicht unbedingt. Man kann auch nur Nullen rollen.
man sehr viel Pech hat. So. So, Emblem Lin besiegen. 4. Okay, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich kann jetzt hier noch 4 Charaktere mitnehmen. Ein bisschen krass. Dann werden wir den. Sie bewegt sich nicht. Ich bezweifle, dass das die ganze Zeit sein wird. Sie bewegt sich doch definitiv irgendwann. So, Lin hat ja diesen Fernangriff, ne? Gott. Sehr gegenwärtige Kämpfe. Oh, so viele Nomaden. Hat er nicht irgendwie eine unglaublich nervige Level irgendwann mal? Okay, ich glaube nicht eine einzige Sekunde, dass die sich nicht bewegen. Vor allem die bewegen sich, aber die bewegen sich nicht. Das heißt, ich könnte mich erst um die kümmern, damit er hier stehen und nichts machen, weil er einen Langbogen hat. Nee, glaube ich nicht. Bewegen sich ganz sicher irgendwann. So, oh Gott. Ah, irgendwie bin ich jetzt froh, dass ich. Okay, entschuldige, wie weit? Reichweite 1 bis 10, okay. Ah, jetzt bin ich doch schon froh, dass ich das hier nicht gestern gemacht habe. Weil meine Kehle tut schon seit ein paar Tagen weh. Eine Woche, ehrlich gesagt schon. Und die will sich einfach nicht erholen. Aber ich muss ja auch noch aufnehmen, ne? Dann beansprucht ja auch noch meine Kehle. Wir sind nur weiterentwickelte Einheiten. Okay. Das ist ein Schütze. Warte mal, Stand up. Was ist das denn? Hier sind nur weiterentwickelte Einheiten, aber ein Schütze. Was ist das denn? Ja, okay, wir haben eine Menge Nomaden. Also ich nehme an, die heißen ja Bogenritter hier, aber vor allem 7 gab es Nomadenklassen. Die halt. Ja. Berittene Schützen waren. So, ich brauche 2 Heiler. So, 12, was? Hm? Vom 12. Da. Auch hier, hier sind auch noch welche. Okay, dann können wir 12 Charaktere platzieren. Das ist doch nicht schlecht. Oh Gott, das heißt jetzt aber nicht, dass ich hier 3 Heiler brauche, ne? So, wir nehmen Hortensia. Also ehrlich gesagt, gut, ich glaube, ich habe irgendwie so 15 Charaktere oder so mit Ringe ausgerüstet. Von daher, ich habe genug Charaktere, ja. Zum zur Ausrüstungsbasis hier vorbereitet. Okay, warum ist Etienne nicht mit dem Ring ausgerüstet? Ich soll eindeutig in Unterwelt. Ich suche die ganze Zeit Fram. Wo ist Fram? Da. So, dann muss ich ja 3 Heiler mitschleppen. Ich nehme an, ich muss nicht unbedingt 3 Heiler mitschleppen. Eigentlich muss ich nicht 3 Heiler mitschleppen. Ich könnte mich hier, ich könnte die hier so zusammenfügen alle. Okay, nein. So, ich brauche das erste, was ich hier sehe, was ich machen kann, ist Jade nehmen, ne? Und sie kümmert sich um die Leute hier. 30 Schaden, 28, 30. Speer, Silberlanze. Wo ist sie? Oh, bin ich mehr rein oder ist das ein bisschen schief hier? Okay, sie geht ja mit dem Tomahawk rein, wird definitiv gedoppelt von allen, aber soll man machen, ne? Nimmt eine Menge Schaden. Das bedeutet Heiler. Ne? Hier brauchen wir definitiv einen Heiler. Ich würde dann sagen, meine erste Strategie wäre dann entweder die hier runter zu packen oder die nach oben zu packen. Ich gehe wahrscheinlich nach unten. Was heißt, ich packe. Ich kann außerdem versuchen, die hier anzulocken. Ja, ne. Weißt du, du hast eine Silberlanze, das ist sehr stark. Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte einfach. Aber ich glaube, ist bei irgendwie sicherer mit ihr irgendwie alle. Ich glaube, es wäre. Ne, geh mal hier, dann kann sie 2 Leute ablenken. So, du gehst dann nach
hier. Ich brauche all meine beweglichen Einheiten hier so schnell wie möglich hier, damit die alle schnell sich ja zusammentun können. Dann brauche ich Schützen, weil hier gibt es Dracheneinheiten. Definitiv Schützen. Ich nehme zwei mit. So, Etty, du hast glaube ich nicht. Du hast glaube ich nicht. Ja, du hast nicht Beiletzfähigkeit. Das heißt, Biletto. Also ich sage so kurz davor, Dinge zu bekommen. So, sind hier irgendwo anders noch Dracheneinheiten? Nö. Das heißt, wir können beide unsere Schützen hier unten packen, ne? Ja, mal so. Ja, ne? Dann halt sie hier die Leute hoch. Hier können wir auch jemanden noch anlocken von diesen Kämpfern da. Aber wen? Wer hat denn hier eine Menge Verteidigung? Du, ne? Ja. Na komm, gut schon. Da hier. Du lockst an den hier an. Ne? Hier hin, ja. Du heilst hoch. Und irgendjemand kümmert sich um den hier, würde ich sagen. Langbogen. Geschicklichkeit 10. Das kann aber bestimmt jemand von meinen Magiern hier machen, ne? Ah, diese war 15. Kannst du den Donner ausrüsten ohne... Muss auch noch ein Dings hier haben, ey. Kannst du den Donner hier ausrüsten ohne gedoppelt zu werden? Geschicklichkeit 12, oh ja. So, dann... Ich meine, Yonaka Biss tut sich hier sehr gut einbinden mit den ganzen Wäldern und so. Na, Chloe ist bestimmt auch nützlich hier, obwohl das sehr gefährlich ist mit den Schützen, mit den ganzen Schützen hier. Na, damit haben wir alle unsere Level 15 Leute, ne? Na, bringen wir mal Diamant mit. Ich habe den letzten ein Silberschwert gegeben, als ich aufgerüstet habe, weil das Gewicht davon reduziert. Und der kann das Ding jetzt führen, ohne irgendwie verlangsamt zu werden, was richtig krass ist. Weil Silberschwerter sind voll stark. So, jetzt muss ich aber noch einige meiner Heiler hier noch Heilmagie geben. Und ihr muss ich meinen Ring geben. Ja, Ring. Ist egal. Okay, Celine. Warte mal, sie braucht eine Menge FP, ja. Ja, also kriegt sie schon irgendwie. Hm. Na gut, gehen wir dir Balef. Billetto. Dann kriegst du. Ich habe übrigens mal versucht, einige Ringe hier offscreen herzustellen, weil wir haben schon alle Radiant Dawn, Path of Radiance Charaktere. Von daher. Ich habe nicht genug. Von daher wäre irgendwie perfekt. Hoppe, das ist da. Wenn ich für die schon mal von dem Spiel schon mal alle Charaktere per Ringe herstelle, ne? Und Silberbogen 23 Schaden nur? Okay, warte, kann ich dich irgendwo hier platzieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Na, warte mal, ich wollte ich doch hier packen. Ich glaube, wir sind fertig. Auf jeder Seite hier ein Heiler. Das habe ich schon zu viel, aber was soll's. Ja, aber warte mal, ich wollte doch gar nicht so viele Heiler.
Ich wollte doch hier alle vereinen, deswegen wollte ich einen Heiler weniger haben. Dann nehmen wir Ivy raus, damit wir jemand anderen trainieren können. Wie zum Beispiel Alfred. Er hat auch Ike, sehe ich gerade. Mein Gott, hätte ich beinahe Ike nicht mitgenommen. So, sind die beiden eigentlich die einzigen. Und Klamm. Die ich jetzt hier lasse. So. Ich möchte trotzdem Heil-Items hier. Muss lieber Ivy oder Hortensia mitnehmen. Nehmen wir Hortensia mit, weil sie neu ist. So. Ja, Fram, du hast gar keine Heilung, wusste ich doch. Ja. So. Ich glaube nicht, dass du auch noch beide hier brauchst. So. Passt. Haben wir alles? Ja. Dann speichern wir ja einmal noch. Mal hier auch noch speichern und dann mal schauen, wie das hier abläuft. Sieht nicht so schwierig aus, aber mal schauen. Ich bezweifle, dass sie die ganze Zeit da stehen bleibt. Was bedeutet, ich muss sie am Leben lassen. Ja, das ist natürlich am Leben, ne? So, du machst 30 Schaden. Ja. So. Fire Emblem 7 Musik. Da, da, da. So, dann packen wir dich hier hin. Nein. So. Jetzt hier hin für mehr Schaden und so. So. Ah, da sieht man auch. Hier, guck mal auf meinen Treffer. Ne? Treffer ist jetzt 159. Boom, 169 wegen dem Unterstützung. Jemand, er hat dann auch mehr. Er hat dann auch mehr Ausweichen dann, ne? So. Ausweichen von 84. Aber oh, wow, du hast eine 30-prozentige Chance, sie zu treffen. Sie hat keinen C-Rang, aber mit irgendjemanden leider. Und ist irgendjemand da? Habe ich gesehen. So, weiß ich, was ich dagegen mache. Folgendes. Schnell besser. 11, keine Chance. Dann mach mal den, ja. Langspeer und dann machen wir Protection. So, cool. So, jetzt kann sie angegriffen werden, aber sie wird eigentlich voll viel Schaden nehmen wegen dem Langbogen. Ach, sie kann gar nicht kontern wegen. Oh. Er hat einen Langbogen. Oh. Aber Verschwendung jetzt. So, ich möchte dich irgendwo hin platzieren, damit ich nicht alle triggere. Da kann ich nicht viel machen. So. Eine Balance. Wir sind dann hier auf Standby. Hi.
Okay, los geht's. Ah, natürlich triffst du mich. Mhm. Wie ist dein? Genau wie geplant. Erledigst ihn sogar. Okay. Oh, ist das viel Erfahrungspunkte? Weiterentwickelte Einheiten. Oh Mann. Aber das war ein bisschen Verschwendung jetzt natürlich. Ja. Das trifft so 100%. Das killt genau. Sehr gut. Oh, das wird ein sehr erfahrungsreiches Level hier. Aha. Weil ich hier Tomahawk hier aufgeballert habe, ne? Ich habe mehr Treffer. Ich habe, glaube ich, den. Ich glaube, ich habe bei Levs irgendwie bei Levs Siegel da reingepackt, wie auch man nennt. Also ja. So. So, ich kann jetzt hier reingehen und dich brechen. Und ich hoffe, Alfred macht genug Schaden. Oh Gott. Du musst treppen, Butchern. Danke. Okay, 37 Erfahrungspunkte, das ist viel. Ja, du machst ihn platt. Okay, warte mal. Und eine Typ jetzt in Reichweite. Er hatte einen Fernangriff, ne? Heute. Okay, cool. So, dann gehen wir hier runter, weil die Drachen sind da alle auf dem Weg. Halt. Das ist auch ein Langbogen, Mann. So, okay. Der Move war ein bisschen doof, aber so machen. Wer kann sie einfach erledigen? Entschuldige, wie weit triffst du mich? Okay, so viel dazu. Ich das Silberschwert, Mann. Ich kann mit dem Silberschwert doppeln. Zack. Zack. Und jeder kriegt ja mehr Erfahrungspunkte. Sehr cool. Ich kann sie heilen. Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ach, du hast HP verloren. Hm. Hm, Yonaka, versuch. Sie bringt den so weit von um. Ja, mit allen ihr. Versuch bitte nicht zu kritten, Yonaka. Ich will den Kill Chloe geben. Danke. Zack. Alter, wie viel Erfahrungspunkte wir jetzt kriegen? 20% mehr Erfahrungspunkte. Ich liebe es. So, 17 Schaden machst du. Ob du so blöd bist. Pack dich mal hier rein. Fähigkeit-Effekt ist immer aktiv, ne? Da oben links meine ich. So, und hier sind gar nicht mehr so viele Gegner übrig, die wir uns kümmern müssen. So, hol du dir ein Level ab. Oh, da sind aber wieder Gegner, genau.
Aber ist okay. Ich habe doch, ich habe Potenzial hier. So, ich glaube, ich habe seinen Stahlbogen. Ja, seinen Stahlbogen habe ich auch verbessert. Ich will so jeden Charakter mindestens einen guten, eine gute Waffe geben, eine aufgerüstete Waffe. Und ich will so verschiedene Waffen wie möglich irgendwie upgraden. Also ich möchte jetzt nicht 5 Eisenbogen plus 3 oder so haben. Ich möchte irgendwie einen Eisenbogen plus so und so viel haben. Und der Rest ist alles dann, weiß nicht, andere Sachen. Weil Chris habe ich zum Beispiel einen Stahlbogen verbessert. So, meine Eiler sind schon alle hier abgegradet. Das heißt, die bekommen jetzt leider nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Ich dachte, dieser Wind war jetzt gerade irgendwie. So, ich platziere dich hier hin. Meditation. Okay. Oh, ich liebe jetzt, wie sie jetzt zu 100% trifft. Mit einem Tomahawk. Das ist mal krass. Sie kriegen jetzt ein Level up noch. Ha. Guck mal, wie blöd der ist. Au. Entschuldige, warum hast du Fraktur als erst nicht als erstes eingesetzt? Warum hast du nicht als erstes Faktor eingesetzt, damit ich den anderen nicht hätte kontern können? Ach. Was auch immer. Okay. Okay. Wir knöpfen uns. Die können wir eigentlich alle erledigen, ne? Oh, du machst ihn sogar nicht platt. Machst du den platt? Du machst den platt. Du machst den genau platt. Ja, natürlich. Nur was nennt man im Fire Emblem einen unnötigen Crit? Ein Crit, der nicht hätte sein müssen, einfach weil man den Gegner so oder so weiter erlegen können. Versuch den Gegner nicht zu kritten, aber wenn du es trotzdem machst, ist auch egal. Okay. Ich will Etty den Kill geben. Oh, Geschicklichkeit. Aha, boom. Okay. Läuft bisher. Sehr gut bisher. Okay, Auto. Kein Problem. So, sind wir da fertig. So, jetzt müssen wir irgendwie, jetzt müssen wir uns um die kümmern. Nee. 17 Schaden, 23 Schaden, das hat gar nichts. Aber er ist hier, um mich zu nerven. Ich könnte ihn da rauslocken, aber er kann mich schon von hier aus treffen. 1, 2, 3. Warte mal, du hast einen Langbogen mit 17 Schaden. Du machst auch gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Ah, komm mal hier raus. Du auch nicht, ne? Silberbogen, doch, der macht ein bisschen Schaden. Macht einen Schaden. Ja. Ja. Passt. Ich hoffe, da war jetzt kein Fehler. Oh, ist da schon wieder. Na
Noch mehr, 17 und 23. Pff, kein Ding. Ich nehme eine an jetzt, ey. Bonk. Bonk. Alter, ist der krass. So. Verstärkung nach unten, bitte. Ich meine, Diamant kann die locker alle alleine erledigen, aber halt. Du hast ein, natürlich hast du wieder einen Langbogen, oder? Ja, mal gucken, ob du wieder auf sie losgehst. Null. So, jetzt ist der allein in die Brücke gegangen. Ich wollte die Brücke da blockieren. Aber wie kann er jetzt wagen? Ja. Langspiel ins Gesicht. Oh nein, er geht sogar auf Diamant. Aha. Ja, da hat er daneben gehauen. Also was mir das Spiel gerade sagen wollte, ist, wir sollen uns da so schnell wie möglich um die... Aua. Weil ich mein Buch verloren. Wenn ich mich so schnell um mich um die Hütten kümmern soll, damit da keine Verstärkungstruppen rauskommen, ne? Das habe ich gerade aus dieser Nachricht so verstanden, ne? Für mich bedeutet das, ich möchte nichts dagegen tun, damit da noch mehr Gegner rauskommen. Weil mehr Gegner bedeuten mehr Erfahrungspunkte. Und genau das will ich. Also ja. Bleib mal schön da, ne? So. Ich hätte mal irgendwie so... Ich hätte Dings mitnehmen sollen hier. Rittertode. Ich weiß nicht, ob das effektiv ging. Obwohl, müsst ihr eigentlich, ne? Bestimmt effektiv gewesen gegen die. Also vielleicht muss ich die noch am Leben lassen. Ich weiß es nicht. Ich lasse sie auf jeden Fall am Leben. Bis zum... Ja, nicht. Ich kriege ja gar nicht alle gekillt, oder? Doch, oder? Deshalb ist der Mann zu stark, Mann. Wegen dem Silberschwert, das ich ja abgeballert habe, ne? Und er hat eine Figur von 10, das heißt, er kann sehr schwierige Waffen tragen. So, nee, das war mit Chloe. Wenn du könntest, nicht schlimm, aber okay. Kannst natürlich auch den Kill nehmen, Yonaka. Kein Ding. So. Nicht so schwierig, der Kapitel. Ah, ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier so reingehen und den so einen Nahkampf hier voll auseinandernehmen, aber der hat ein Schwert ausgerüstet. Hm. Na, jemand braucht Heilung? Ja. Du. Hä? Hey, 10 Erfahrungspunkte und Support. So, sie kann leider nicht erreichen. Hm. So, ich würde hier reingehen. Ah, ich kann in der Reihenfolge nutzen. Diese Kantai-Fähigkeit oder Kanto, mein Gott, Englisch heißt die Kanto. Oh, ich kann gar nicht auswählen, wohin. Cool. Das soll jetzt ihn zu töten, also ihn nicht zu töten. Aber ich will ihn wieder hier. Ah. Versuch nicht zu kritten, okay? Versuch nicht zu kritten. Oh. Sehr cool.
Okay, alles läuft hier nach Plan bisher. Weißt du, meine Charaktere auch halbwegs gut gelevelt, aber kann irgendwie nicht sein. Die Gegner sind alle weiterentwickelte Klassen und ich habe noch Level 15 oder 16 Einheiten hier. Ich spiele einfach nur gut, das ist das. So, ich nehme an, wir gehen nach oben dann mit denen. Ich wollte eigentlich mit denen nach unten gehen, aber hat nicht so funktioniert. Gehen wir mit denen nach. So wie es ausschaut, scheinen da irgendwie sowieso in der Mitte einige Verstärkungstruppen zu kommen. Von daher gehen wir mal da ein. Oh, ich finde das so gut, dass sie von zwei Wäldern heilen kann. Nein, 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 nein. So, oh, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, hätte böse ausgehen können, ja. Nein. Diese Handanimation sah aus, als würde irgendwie so sagen, so, oh, runter von meinen Rasen. So, können das Brüder-Schwester-Team hier den hier erledigen? Ja, ne? Okay, nein, da will ich nicht hin. War das? Ich muss jetzt 20 abziehen, ne? Wenn nicht, ich habe noch meinen Hauptcharakter da. Habe ich dich vorhin an deinem hohen Ross runtergehauen, stehst du? Oh, sie hat mehr Stärke als Magie jetzt offiziell. Okay. Hm. Ah ja, diese Fraktur ist jetzt nicht so gefährlich, wenn ich jetzt das Gute ist jetzt, wie gesagt, ich erwarte ja natürlich hier Verstärkungstruppen, ne? Aber das Gute ist jetzt, ich kann ja immer einen Zug zurückgehen mit meinen Zeitkristall. Von daher kann ich ja mal sehen, so. Also kommen jetzt da Leute raus oder nicht? Ich muss jetzt hier mal experimentieren, ne? Wir sind in Zug 5. Oh. Okay, immer noch nicht. Ja, da kommen gar keine Leute raus. Natürlich kommt sie heraus und ja, da kommen da jetzt Leute raus oder nicht? Was soll denn dieses ganze so, ah, wir müssen uns um die Zelte kümmern, damit hier nicht Leute rauskommen. Nee, irgendwie nicht. Dann machen wir Folgendes. Ich habe gut schon. Ja, dann mache ich die Gegner eben fertig, ne? Na, vielleicht muss ich die Gegner so schnell wie möglich erledigen, damit da mehr Gegner rauskommen. Ich weiß nicht, wonach das hier operiert. Ich gehe aber hier rein. Weil sieht sehr danach aus, als wird Lin sich jetzt gleich bewegen, was sie auch gemacht hat, ne? Und dann. Dann war es das irgendwie mit den Verstärkungstruppen. Keine Ahnung. Zack.
Muss halt irgendwie nur so eine Sache sein wie, ja, du musst sie so schnell wie möglich erledigen, damit du irgendwie mehr Erfahrungspunkte bekommst oder so. So würde ich mir jetzt vorstellen, jedenfalls. Volgano und oh, einfrieren. Kann ich dich dafür auch? Ah, nee, ich bin nicht voll AP. Einzige, was ich dann gleich aufpassen muss, ist, wenn ihr den mit ihren Fernlangen kommt. Da muss ich eigentlich nur jemanden da reinschicken, der irgendwie viel aushält. Für einen Angriff. Auf mich, ehrlich. Okay. Oh, dann machen wir die Leute eben fertig, ne? Warte mal, konnte ich mich irgendwo noch... Irgendwo konnte man doch eher den Dialog mal anschauen, aber anscheinend nicht. Ach so, ein Ritter. Nee. Ja, das ist ein Langbogen. Uff. Kommt der eigentlich Bonus jetzt? Nö. Der kriegt da so was von. 30. Okay. Warte genug. Schon wieder nicht aufgepasst. Da wäre genug, ja. Okay, versuch bitte nicht zu kretten, wenn es geht. Ah. Ja, zweite Mal, Leute. Ach, cool. Gut gemacht. Okay, dann kümmern wir uns um den hier, ne? Der im Bolgano, oder? Der ist sowas von tot. Ist halt noch einer. Schauen wir uns den halt. So. Den Treffs, ja gut. Und ich muss Hortensia da rein. Nein, schaffen wir. Oh. Ja, den Angriff habe ich schon gesehen hier in der Arena. Ich glaube, Ivy hat den mal eingesetzt. Sie hat damit Byleth mit einem Schlag fertig gemacht, glaube ich. Habe ich aber nur so einen Meteoroiden auf Byleth einschlagen gesehen. Dann war er weg. Voll witzig. Oh. Ah, sehr gute Trainingssession. 42 Erfahrungspunkte. Zu Wehwerks kann es den Körper belasten. Dün, 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 dün. Je mehr man weiß. Da komme ich nicht hin. So, hey, einen Moment mal. Ich muss Geld. Ich muss mich erledigen, so oder so. So, du hast. Hast du nur Bolganon? Und einfrieren, okay. Okay. Oh wow. 27 Schaden. Erst mit einer Eisenlanze. Meine Leichtlanze ist genauso stark wie eine Eisenlanze. Verdammt. Hm. Na, das ist jetzt doof. Wie viel heilst du?
Erholung 19. Ich nehme mal, dass die heilende Menge, ne? Dann wird sie um 5. Nein. Verdammt. Ja, da muss ich halt hier noch einen Zug halt warten. Dann muss ich ja halt noch schnell wie möglich da weggehen, ne? Und Lindern gleich kommt, ne? Und die ballert uns von überall weg. Astralsturm. Weil er ja nicht mal angezeigt wird, ne? Also die Reichweite davon. Ach man. Jetzt bewegt sie sich. Okay. So, alles, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich nur aufpassen, dass sie niemanden ja One-Shot mit Einschlag. Sie setzt es ja nur einmal ein, ne? Von daher, einmal müssen wir halt nur überleben, dann ist schon wieder okay. Aber wenn jetzt hier hingeht, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oder oh, steht sogar. Ja, mit dir den Kill holen, aber ich merke gerade, wir haben ja ein Problem, und zwar sie wird hier getroffen. Weil er sie eingefroren hat. Hat war. Ah. Dann hoffen wir mal, hat sie halt überlebt, ne? Bin mir nämlich nicht sicher. Wie schon macht sie denn dann? Sie geht dann bestimmt 24. Dann Charm plus 20% und innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 Feldern. Okay. Das wird ein bisschen übel. Wenn ich Glück habe, geht sie vielleicht auf sie los. Ah, hier wird mir die Reichweite angezeigt. Ich bezweifle, dass sie eher auf sie losgeht, aber versuchen wir es. Verteidigung von 17. Schau mal, passiert. Jetzt muss ich wieder zwei Züge jetzt zurückspulen, leider. So, mehr gibt es dann ja eigentlich auch nicht zu tun, ne? Eigentlich doch nicht so. Oh mein Gott, ich muss hier rumgehen, um da runter zu kommen. Oh. Hm. Der hat Geld. Meines 500, aber hallo. Also hätte ich doch irgendwie nach Mohan. Okay, alle da ein. Wie es aussieht, müssen wir sowieso wegrennen. Vor Lin. Von der linken Seite. Wir gehen alle so lang. Ne? Wir locken Lin einfach hier hoch, damit unsere anderen Charaktere da sich um die restlichen Charaktere kümmern können. Hat einen Plan, ja, cool. Okay. Aber wir mal leben das. Ah. Ah, jetzt kommt er.
Ein Moment. Sag mir nicht, von überall kommen jetzt hier. Ich möchte die meiste Erfahrungspunkte hier rausholen, okay? Versteht nicht. Also lass mich raten, aus jedem dieser Zelte kommt dann jetzt hier Verstärkungstruppen. Das wäre natürlich sehr gut. Das wäre mehr Erfahrungspunkte für mich. Mach mal so, ne? Das ist eine sehr viel riskantere Situation, aber es hat mehr Erfahrungspunkte für mich. Aua, Mann. Oh. Fangen wir vielleicht sie dahin, ne, damit sie Bock ja. Ne? Man macht so, ne? Für mehr Erfahrungspunkte und so, ne? Hat doch gerade aufgepasst, ne? Was passiert, nachdem sie sich bewegt? Nix. Dann passiert doch was. Gehen wir da oben hin, mit allen Charakteren. Ich kann eigentlich Yunaka wieder hier platzieren. Sie können sich wieder um alles kümmern. So, Lin, beweg dich. Nein. Okay, ist gut. So, jetzt bewegt sie sich. Und dann im nächsten Zug kommen dann Leute oder was, ne? Nur sobald sie angreift, keine Ahnung. Der versteht nicht, das sind Erfahrungspunkte, die ich haben will, ne? Ich tue sowieso nicht grinden. Von daher irgendwo muss ich die ja herbekommen. So, wir können dann wieder sie hier packen, ne? Ja, da kann ich sie 129, 134. Aber nein, sie. Nein, ich glaube, sie wird nicht treffen. Aber dann müsste ich hier irgendeine andere Waffe geben, weil sonst mit dem Eisendolch haut sie nämlich alles weg. Also geht das irgendwie nicht. Meine Frage ist, wann kommen die Verstärkungen? Kommen die, wenn Lin angegriffen hat oder sobald sie sich einmal bewegt hat? Ich glaube, es ist, nachdem sie einmal angegriffen hat. Verdammt. Oh, die sehen cool aus. Und das Problem ist, wenn sie jetzt Doppelgänger hat, dann bedeutet das, ach nee, sie hat eine Ausweichung von 106. 58. Wenn ich sie da einpacke, dann wird sie wieder von nichts getroffen, ne? Das Problem ist, sie kann Lin töten. Und das möchte ich nicht. Verdammt. Kleine Zwickmühle hier. So, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass Lin hier nach links geht. Und sich hier auf die Leute hier konzentriert. Meisterbogen, das ist ein bisschen gefährlich. 24, 23. Ich kann aber niemanden wirklich da reinpacken. So Gefühl. Aber ich habe da einen Plan, glaube ich. Okay, folgendes. Hortensia, du gehst dahin und unterstützt, weil du kannst aus zwei Feldern heilen. Was sehr wichtig ist. Es wird Sinn machen, pass auf. Also ja, die Verstärkungstruppen kommen, sobald Lin angegriffen hat. Das bedeutet, die ist schon mitten im Kampf gleich drin. Also ich muss die irgendwie jetzt anlocken. So, komm hier.
So, nachdem sie einmal angegriffen hat, spawnen die dann, ne? Nehme ich an. Und da muss das irgendwie schaffen. Habe ich irgendjemand, der Tank ja ist und der nicht eine britische Einheit ist, die mehr Schaden nimmt? Du, ne? Du. Du. Ja. Du nimmst gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Und sie wird bestimmt mit einem Meisterbogen angreifen, ne? Gut, dann packen wir ihn da hin und Hortensia geht auch da oben hin. Wenn wir Glück haben, locken wir Lin hier hin. Da wäre jetzt ein perfekter Plan. Das Problem ist, er nimmt jetzt ein bisschen mehr Schaden, weil sie jetzt hier ihre Klone hat, ne? Aber ich hoffe, das wird nicht genug sein. Charaktere. Ach, guck mal, wie das jetzt hier abläuft. Ne, sie macht immer noch genau viel Schaden. Okay. Ist gut. Es kommt ja aus jedem Zelt Leute raus. Das sind alles meine Erfahrungspunkte jetzt.